Und ja, mit Herrn Eberhard Gärtner sprechen, Emma. Ja, der ist am Telefon. Wie kann ich Ihnen denn weiterhelfen? Jawohl, Herr Gärtner. Erstmal schön, dass ich Sie persönlich erreiche. Ja. Denn ich bin ein versprochener Anruf sogar für Sie, und zwar bezüglich des Maggi-Produkte-Tester-Gewinnspieles. Ja, deswegen melde ich ja, mich bei Ihnen. Ja. Und da wird das Gespräch immer ganz normal aus Qualitätsgründen, also nur zur Kontrolle meiner Arbeit, aufgezeichnet. Das ist okay für Sie? Wie bitte? Ich habe das jetzt nicht verstanden. Dann wiederhole ich gerne nochmal. Und zwar, dass das Gespräch aus Qualitätsgründen, also nur zur Kontrolle meiner Arbeit, aufgezeichnet wird. Das ist okay für Sie? Ja, wenn das für Sie auch in Ordnung ist, weil das muss ja immer beidseitig alles gut, Herr Gärtner, und so. Na, selbstverständlich. Also, und meine Arbeit soll ja nur kontrolliert werden. Wer und kontrolliert den, das denn? Statt die das, na, mein vorgesetzter Mensch, damit ich nichts Falsches sage. Ach so, Mensch, weil ich habe da die Tage bei einem Testmagazin sowas von der Bundesnetzagentur gelesen. Na, da haben Sie nichts mit zu tun. Nee, das geht hier nicht um Umfragen. Ich weiß, Bundesnetzagentur, die machen da teilweise Umfragen. Ja. Das machen wir nicht. Ach so. Genau. Also ich sage Ihnen ganz konkret, ich arbeite hier und ich bin, arbeite für einen der Sponsoren, der das Gewinnspiel hier mit finanziert. Und da hatten Sie am 12. April, also gestern, online auch dran teilgenommen, ne? Ja, und was machen Sie jetzt Schönes? Naja, wenn es stimmt, umso besser. Na, was ich Schönes mache, ich freue mich, dass ich mit der richtigen Person spreche und kann Ihnen mitteilen, dass Sie hier für den Hauptgewinn registriert worden sind, Herr Gärtner. Ja. Das bedeutet nämlich für Sie, dass Sie sicher bei der Ziehung um eines dieser Maggi-Produkte dabei sind. Und wenn Sie gezogen werden, bekommen Sie das sogar ganz normal per Post in Ihre Adresse. Ja. Das ist die Schulstraße 42 angegeben in 25813 in Husum, ne? Ja, die schöne Nordsee, falls Sie das kennen. Aber selbstverständlich, Mensch. Ich war damals immer auf Hiddensee gewesen, ja? Ja. Und als Kind noch. Also von daher das sehr, sehr gerne. Und wenn ich mir Ihre E-Mail-Adresse angucke, die ist ja wunderbar. Strandspaziergang 45. Also besser geht's ja gar nicht. Ja, das ist ja im Prinzip mein Lebensmotto. Ja, genau. Absolut. Also wirklich. Und da muss man sagen, obwohl Sie 1945 geboren sind, Herr Gärtner, Sie klingen topfit, und es kommt halt eben dadurch, dass man sich dann viel bewegt, dass man ja die frische Luft ausnutzt, ganz, ganz klar. Selbstverständlich, also man kann ja auch in der heizungsluftigen Bude sitzen, oder man geht an Strand die Touristen verjagen. Das kann man auch gerne tun, es ist wahrscheinlich bei dem Wetterchen jetzt aktuell schon wieder die bessere Lösung, ja. Ja, das und ist immer ganz lustig. Da ziehe ich alter Knochen mit Sonnenbrille und mit T-Shirt an Strand lang. Und die Touristen, die laufen da eingepackt rum, als würd's an den Nordpol gehen. Da kann man immer unterscheiden, wer kommt von hier und wer ist so eine Frostbeule, das noch nie ein laues Lüftchen erlebt hat. Ja, stimmt. Das ist dann immer sehr schön für Sie. Da können Sie, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Wie aber sowas von. Das ist immer ein sehr genüsslicher Anblick. Klasse. Also in dem Sinne mir natürlich sehr wichtig, Herr Gärtner, die Adresse stimmt dann auch soweit, damit Sie sich letztendlich auch freuen können und nicht der Nachbar, ne? Deswegen fragen wir da immer. Sind einmal Sie denn jetzt von den Veranstaltern? Na, ich wiederhole das gerne nochmal. Ich vertrete einen der Sponsoren, ach so, die das Ganze hier mitfinanzieren. Na klar, weil man muss ja deutlich sagen, dass jetzt Maggi oder auch andere das natürlich nur die Preise stellen, aber die finanzieren das nicht. Das heißt, für die ist das natürlich eine kostenfreie Werbung, und dann gibt es Unternehmen wie uns, ein Sponsor stellt. Ja, und ja, das heißt also, wir finanzieren das mit, gibt auch immer mehrere Sponsoren, ja. Und zusätzlich, Herr Gärtner, ganz wichtig, bieten wir eben als einer der Sponsoren allen Teilnehmern auch nochmal die Möglichkeit, an einer kostenfreien Energieberatung teilzunehmen. Das beinhaltet, dass ich einmal mit Ihnen kurz schaue, ob Sie auch im Strombereich Geld einsparen können. Bei Ihnen sind ja die Stadtwerke der Grundversorger in Husum. Sind Sie da noch oder haben Sie in der Vergangenheit auch schon mal gewechselt, um Geld einzusparen? Also ich bin vor ein Jahr bin ich umgezogen, aber das hat damit nichts zu tun, oder? Nö. Also ich meine, wenn Sie umgezogen sind, dann sind Sie entweder bei den Stadtwerken Husum, ja, ja, wo der Strom als Grundversorger immer herkommt,
Oder sie hatten vorher schon einen anderen Tarif. Aber ich gehe mal von aus, sie sind dann bei den Stadtwerken Husum, ja? Das ist richtig, ja. Super, alles klar. Und dann kann man nämlich einfach schauen, ob es günstiger abgerechnet werden kann, weil das Geld, was sie quasi da einsparen, das bleibt dann bei ihnen im Portemonnaie und verschwindet nicht ungesehen in der Steckdose, ja? Ja, das ist richtig. Richtig, mit wie vielen Personen leben Sie denn im Haushalt bei sich, Herr Gärtner? Ja, ich und meine Schildkröten. Ach, das ist ja süß, Mensch. Oh, toll, das ist Ihr Hobby? Ja, Schildkrötenzüchten? ich habe Klasse. da so eine Zucht im Prinzip. So inoffiziell. Ah ja, nicht Eigentlich schlecht. muss man da so eine Zuchtgenehmigung haben, aber ich habe das einmal gehabt, dass die vom Amt hier gewesen sind. Die haben überhaupt keine Ahnung von den Tieren. Ah, das ist ja genial. Das heißt, da sind sie so ein bisschen individuell Schildkrötenzüchter. Das ist natürlich auch ein tolles Hobby, finde Ja. ich, im Ruhestand, Herr Gärtner. Und Sicherlich. muss man sagen, ja, Schildkröten sind ja mit die treuesten Haustiere, weil die werden ja richtig alt. Also Naja. 100 Jahre ist ja da kein Thema, Ich würde ja. sagen, das ist, Sagen weißt du, eine Frau, die kann dir weglaufen, aber eine Schildkröte, wir die ist ja viel zu langsam für. mal so. Ja. Das stimmt, Würde die ich sagen, kann dich das weglaufen. ist eher Abhängigkeit als Treue. Ich meine, wo will die denn hinlaufen? Will die in die Nordsee gehen? Ich wollte gerade sagen, in die Nordsee gehen. Genau, das wäre mir jetzt auch eingefallen, Herr Gärtner. Oh nein, die wird wahrscheinlich bei den Touristen auf den Grill kommen. Oh Jott, nee, das mag ich nicht, um Gottes Willen. Ja. Aber bringt mich natürlich zur nächsten Frage. Also ich finde es schon mal sehr toll mit den Schildkröten, sage ich Ihnen ganz offen, weil ich bin selber ein Tierfreund, ja. Ja, War was zum haben Beispiel Sie denn als für Kind. Tiere? Naja, ja gut, das Normale, also wie gesagt, Katzen und also Katzen, ja, Ja. Hunde. Meine Partnerin, die will eher einen treuen Vierbeiner haben, so ein Border Collie. Da sind wir gerade dabei, uns da umzuschauen. Und was ich, wie gesagt, als Jugendlicher gemacht hatte, da habe ich Tatsache Frösche vor dem Tod bewahrt. Das mag jetzt ein bisschen heroisch klingen, aber da habe ich mit meinem damaligen besten Freund haben wir auch Frösche gerettet, wenn sie zum Beispiel an Land waren, so Kaulquappen, die konnten sie auch nicht werden, die haben wir in den Teich zurückgemacht. Also das habe ich eine Weile auch gemacht, Oh tatsächlich. ja, Ne? Also, dass sie das da einen finde ich Einblick gut. gewinnen, Herr Gärtner, wie das bei mir ist mit den Tieren. Das finde ich gut. Das haben wir in der Jugend gemacht. Da gab es so einen Teich im Wald und da muss ich zu meiner Schande gestehen, haben wir am Anfang Kaulquappen mitgenommen, weil wir die züchten wollten. Und dann haben die uns das in der Schule da ja fast schon auf die Finger gehauen und gesagt, die stehen unter Naturschutz und uns dann aber auch erklärt, was wir machen können, wenn wir denen wirklich helfen wollen. So ist es, ja. Da haben Sie völlig recht. Also das wird ja dann immer gerne mal missverstanden. Allerdings muss ich sagen, mit den Schildkröten, das finde ich jetzt hochinteressant, weil ich gehe mal von aus, Herr Gärtner, dann haben Sie wahrscheinlich auch ein Terrarium oder so? Ja, Oder einen Teich selber? nicht nur eines, das ist ja, na gut, es ist im Prinzip eines, aber ich bin ja, sag ich mal, früher Handwerksmeister gewesen. Gut, ich bin's ja immer noch, ich praktiziere nur nicht mehr. Ich habe ja quasi so mehrere Terrarien, der, sag ich mal, über wie so ein Glasturm. Die Ach, sind halt so klasse. miteinander verbunden. Sag ich mal, sie Naja, haben klar. so ein Becken, das komplett unter Wasser, dann ist so eines, da ist halt, sag ich mal, so drei Viertel und da beginnt dann halt der Landgang über mehrere Etagen. Ja, ist ja der Wahnsinn, ey. Mensch, Ja. klasse, ich mache mir gerade so ein richtiges Bild. Weil der Grund, warum ich frage, ist natürlich, der Energievergleich ist ja völlig kostenfrei. Im besten Falle sparen sie da natürlich Geld ein und dann ist ja immer wichtig, damit man einen vernünftigen Vergleich machen kann. Was zahlen Sie denn momentan im Monat an die Stadtwerke für den Strom? Das wird ja wahrscheinlich ein bisschen mehr sein mit dem Terrarium, Ja, ne? ich glaube, ich habe es gerade neulich in der Hand gehabt. Das ist 81 oder 82 Euro. Nehmen wir 82 Euro, weil wenn Sie weniger verbrauchen, dann bekommen Sie das Geld ja ohnehin zurück. So, und dann bei 82 Euro beim Grundversorger, da verbrauchen Sie 3000 Kilowattstunden im Jahr. Ist Und das ich denke mal, so? das ist so. Und zwar deswegen, weil ich kann direkt mit dem Grundversorger bei Ihnen vergleichen, mit Ach den so. Stadtwerken Husum. Und na klar, habe ich ja vor Augen. Und da mit 82 Euro sind Sie ganz genau auf 3000 Kilowattstunden eingestuft worden. Ja, wunderbar. Und da schaue ich gerne einmal für Sie, ob es günstiger abzurechnen geht, Herr Gärtner. Ja. Nutzen Sie denn neben dem Strom bei sich zu Hause auch Gas oder nur Strom im Haushalt? Ja, das Gas habe ich zum Glück bisher selten gebraucht. Da war abends mal einer im Garten, der da nicht hingehört hat. Der ist ja nicht gegangen und dann habe ich das eingesetzt. Ah ja. Ja, aber sonst Das heißt,
das Döschen ist noch halb voll, also da habe ich momentan keinen Bedarf. Nee, das ging ja gut, dass wir es ansprechen. Es ging ja hier nur, dass wir in dem Punkt auch nochmal fürs Erdgas vergleichen, aber das nutzen sie ja dann gar nicht. Ja? Nee, ich würde mich dann wieder melden. Ich hoffe ja nicht, dass ich die Dose nochmal leer machen muss. Ich hoffe, das hat sich jetzt rumgesprochen, dass man hier bei Herrn Gärtner nicht im Garten rumschödeln sollte. Ja. Alles klar, nee, das brauchen wir dann nicht, das passt alles, weil dann können wir hier auch beim Strom bleiben und da habe ich hier eine sehr gute Nachricht, weil während Sie mir das mit dem Döschen erklärt haben, habe ich nämlich geschaut und habe hier einen der günstigsten Anbieter rund um Ihre Region herausgesucht und da zahlen Sie für dieselbe Menge Strom, also ich bin von 3000 Kilowattstunden ausgegangen, nur noch 73,47 € im Monat und da muss man sagen, das sind schon wieder 10 € jeden Monat fast mehr. Also ja. 120 € im Jahr, das können Sie viel besser ins Hobby investieren, ja? Machen wir ganz einfach, das muss nicht in der Steckdose verschwinden. Machen wir so, nehmen Sie sich bitte einmal einen Zettel und einen Stift und schreiben sich bitte einmal auch meinen Namen auf, damit Sie wissen, mit wem Sie sprechen. Ja, und dann gebe ich Ihnen das natürlich einmal durch. Ich habe sogar so einen Kugelschreiber, da ist eine Schildkröte hinten dran. Ja, das ist das Lebensmotto der Schildkröten, darum werden die ja so alt. Wie, wer schreibt, der bleibt, oder wie? Ja, also ich wollte hier nicht mehr weggehen, aber schreiben ist immer gut. Sagen Sie mal, sind Sie jetzt speziell von einem Anbieter oder vergleichen Sie da unter mehreren? Nee, wir machen, genau, gut, dass Sie fragen, also ich arbeite. Und das können Sie sich so vorstellen, das ist die Schnittstelle zwischen Kunden und Versorgern. Also wir haben über 200 Anbieter im Portfolio, ja, und einer der günstigsten wird mir natürlich im Vergleich dann angezeigt, ja. Ja, also, so arbeiten wir und wir sind seit über 10 Jahren schon bundesweit damit erfolgreich am Markt. Ja, das heißt, Sie haben jetzt ja quasi so einen Pool aus Anbietern, aus dem Sie suchen können, nicht alle, richtig? Das ist richtig und man muss aber dazu bemerken, dass wir selber hier ein TÜV-geprüftes Unternehmen sind. Ja. Das heißt, auch wir haben einige Auflagen, die wir erfüllen. Das heißt also, bei uns kommen nur Anbieter herein, die 3 Auflagen erfüllen. Zum einen, die müssen mindestens 10 Jahre oder länger am Markt sein. Zum zweiten, keine Vorkasse, ganz, ganz wichtig. Und zum dritten, keine Paketpreise. Ja, also das ist uns immer wichtig. Diese 3 Sachen müssen erfüllt sein, dass ein Anbieter zu uns überhaupt hier ins Portfolio kommt. Das ist gut. Dann haben Sie haben TÜV-Zertifikat. Das ist korrekt. Und was prüft der TÜV bei Ihnen? Weil Sie sind jetzt ja kein Atomkraftwerk. Sag ich Ihnen, dass wir uns hier an die Vorlagen halten, an die Vorgaben, die wir haben. Ja. Und dazu zählt unter anderem, dass wir, wenn wir mit Ihnen vergleichen, dass wir einmal verpflichtet sind, dass Sie sich das aufschreiben. Da sind wir gerade an dem Punkt, Herr Gärtner, welche eine Überleitung. Fast. Alles gut. Ich lasse mich nicht so leicht überleiten. Na gut, da sind Sie. Sie klingen so eloquent. Sie sind doch bestimmt hauptberuflich irgendwas mit Verkäuferwesen. Na, ich habe mal fürs Radio gearbeitet und habe eben beim Radio eine abgeschlossene Sprecherzieherausbildung genossen. Wie kommt man vom Radio ins Callcenter? Was bitte? Wie kommen Sie denn von Radio ins Callcenter? Das ist ganz einfach. Und zwar muss ich Ihnen sagen, wenn man beim Radio arbeitet, es kommt drauf an, wie groß der Sender ist. Ja. Wenn man halt nur bei kleinen Regionalsendern arbeitet, dann ist das eine Hire- und Fire-Mentalität. Also man arbeitet da, aber wenn es dann nicht mehr gebraucht ist, wird man auch mal entlassen. Und ich muss Ihnen auch ehrlich sagen, auch vom Verdienst her war es bei kleinen Sendern nicht so gut, wie ich anderswo verdienen kann. Und deswegen so hatte sich das so ergeben. Ist aber alles gut, nee, deswegen fragen Sie ruhig. Ich baue da immer gerne eine persönliche Ebene mit den Kunden auf. Ja, so, das merkt man schon, dass Sie das können. Ja. Ich hätte Ihnen jetzt wahrscheinlich auch erzählen können, dass ich Nacktschnecken sammle. Da wären Sie wahrscheinlich genauso begeistert gewesen. Na, was heißt begeistert? Ich bin schon so, dass ich das mit Erinnerungen aus meiner Jugend verknüpfe und das hat halt einfach gut gepasst, weil ich halt weiß, dass ich als Jugendlicher oder ja, Kind Jugendlicher so im heranwachsenden Alter wirklich mit meinem damals besten Freund diese Frösche gerettet habe und das passt halt dann eben wieder wunderbar zu den Schildkröten. Ja, finde ich super. Aber also ich muss jetzt ja mal, Sie sind mir sehr sympathisch, da darf ich ganz offen mit Ihnen sprechen und Sie versprechen mir, dass Sie nicht auflegen? Nein.
Versprechen Sie mir nicht? Nein, ich verspreche Ihnen, dass ich dich auflege. Ganz sicher? Können Sie die Wahrheit ab? Ja. Weil Sie haben doch gesagt, dass das läuft alles nach TÜV-geprüften Regeln bei Ihnen. Naja, wir haben schon, also wir können schon mit dem Kunden ganz normal reden, ja. Das ist ja auch in Ordnung. Nur der Punkt ist, genau, wir sind aber zum Beispiel verpflichtet, wenn Sie jetzt eine Ersparnis haben, ja, dann macht man ja so einen Auftrag für Sie auch fertig, weil die Ersparnis zum Beispiel, die sollen Sie auch nutzen können und das wiederum bringt uns ja dazu, dass wir vom Werdegang her diese Formalität übernehmen. Das sind alles ja, Sachen, die hier auch mit drin stehen. Das ist ja auch, da mal nicht zu weit vorzugreifen. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich wollte eigentlich darauf zurückkommen, ob Sie persönlich denn wissen, wo die Daten herkommen, auf denen Sie anrufen. Darum geht na mir klar, das jetzt. Selbstverständlich. Ja, können Sie natürlich mir das sagen? Genau. Ja klar, also das ist ja kein Problem. Also wir rufen ja basierend darauf an, wer aktiv an dem Gewinnspiel teilgenommen das hat. Ist ja, das ist richtig. Sie dazu? Genau. Und jetzt gut, haben Sie ja vorhin gesagt, es handelt sich da um Maggie. Maggie als, genau, das habe ich hier so stehen. Richtig, dann... Maggie Produkttester. Darf ich fragen, wie lange Sie da schon arbeiten? Ja, ich hier? Ja. Seit über 2 Jahren. Ja, dann muss ich Sie... Haben Sie den Film Matrix gesehen? Ja, selbstverständlich. Dann, natürlich ist einer meiner Lieblingsfilme, die ganze Trilogie. Ja, dann will ich Sie jetzt mal... Sie sind jetzt gerade in der Matrix und ich biete Ihnen die Pille an. Wollen Sie die Pille haben? Ach, auch ein... Wissen Sie, das Schöne ist, ein Zitat aus dem... Ich glaube auch aus dem ersten Teil. Unwissenheit ist ein Segen. Ja, das ist richtig. Also wollen Sie meine Pille nicht haben? Ich glaube nicht. Weil die wäre vielleicht so für das Gesamte bei Ihnen gar nicht verkehrt, weil ich kläre Sie jetzt einfach mal auf. Sie können ja hinterher sagen, Sie haben das nur geträumt, so wie der nur geträumt hat, dass Sie ihn eingefangen haben. Und zwar ist das nicht Maggie oder Nintendo oder Pampers oder Microsoft oder Google, was diese sogenannten Gewinnspiele ins Internet stellen, sondern das sind Datenhändler. In dem Fall ist das nicht Maggie bei Ihnen. Ich habe die Seite hier offen. Das ist die MyGimme GmbH. Und wenn Sie das zum Beispiel mal bei Google eingeben, dann sind die schwer bekannt dafür, dass die diese ganzen Fake-Gewinnspiele ins Internet stellen. Und aus solchen Quellen bezieht dann Ihre Firma, die seit 10 Jahren am Markt ist, die Daten für Ihre Anrufe. Und das finde ich halt nicht so toll. Ja, also was ich sehe, ist halt hier aber Maggie Produkttester, dass es um dieses Gewinnspiel ging. Ja, ich habe die Seite hier offen. Die Seite wird betrieben unter der Vorgaukelung, dass sich das da um die Firma Maggie handelt von so einem Datenhändler. Na, der Gewürzhändler ist das ja, Maggie, die Gewürze machen. Ja, das ist ja aber nicht die Firma, sondern da wirbt einer mit dem Namen Maggie, den er gar nicht so benutzen darf, mit Produkttester, der man ja gar nicht wird, sondern man nimmt an einem Gewinnspiel teil. Und da wissen Sie ja sicher auch, wenn Sie da seit langem sind, dass das sogenannte Double Opt-in, das durch die Teilnahme an diesen Dingern zustande kommt, ja vor Jahren schon vom Bundesgerichtshof kassiert wurde, dass man basierend auf solchen Daten ja gar keine verbindliche Werbeeinverständniserklärung abgeben kann für Telefonanrufe. Das ist meine Pille gewesen. Okay. Alles gut, nee, weil im Normalfall ist es so, Herr Gärtner, erstmal danke Ihnen auch für die Erklärung von Ihrer Seite aus, weil der Punkt ist, dass natürlich solche Sachen, wenn man online an sowas teilnimmt, dass man eben dann dieses Einverständnis gibt, dass eben Sponsoren anrufen dürfen. Und dass natürlich jeder Sponsor dann wiederum da einen Mehrwert anbieten möchte, ist auch verständlich. Und da muss ich Ihnen sagen, stehe ich hier bei dem Produkt Strom mehr dahinter als bei anderen Geschichten und Zeitungsabo oder so. Ja, ich meine, bei Strom hat ja jeder und Strom nutzt auch jeder. Und dann... Da rufen ja so viele Leute an. Wir reden jetzt ja auch gar nicht von, da rufen auch Kreditkarten und Zeitungsbetrüger an. Mir geht's jetzt ja gar nicht um den Inhalt. Ich will jetzt ja gar nicht Ihr Produkt schlecht machen oder Ihre Arbeit. Nur Sie hören sich nach einem schlauen jungen Mann an und das ist, sag ich ja mal, strikt verboten im Prinzip, was Sie machen. Wenn Sie möchten, können Sie nachher mal nach der Firma Dinner for Dogs, also Frühstück für Hunde suchen. Die Firma Dinner ist vor Dogs. Dinner okay, for Dogs.
Feierabend habe, mache ich das, ja. Lassen Sie sich mir noch die Geschichte dazu erklären. Die haben das genauso gemacht, über diese Portale, wie sie an die Daten gekommen und die Leute angerufen. Bloß haben die das nicht in einem freundlichen Ton gemacht, wo man sagt, okay, da kann man nochmal Nutzen von ziehen. Sondern die sind ja, halt klar, aggressiv gegen die Leute gegangen, sind da mehrfach ermahnt worden. Und das ist jetzt, weil ja, die Daten aus dieser Quelle benutzt haben. Ist da vor knapp einem Monat, ist denen von der Bundesnetzagentur ja quasi der Geschäftsbetrieb untersagt worden. Und zwar mit der Begründung, dass sie nicht aufhören, Kundendaten aus unseriösen Quellen einzusetzen. Und das sind genau die Daten, die über dieses Gewinnspiel von vermeintlich Maggi zustande kommen. Noch eine Pille. Oder andere Geschichten. Und was ich da noch loswerden wollte, ist, ja, man nimmt ja als Mensch dann, wenn man angerufen wird, nimmt man ja aktiv an diesem Gewinnspiel teil, weil zufliegen tut einem das ja nicht, weil sie haben das ja auch bestätigt, ja, sie haben ja auch gesagt, Mensch, stimmt soweit alles. Also das heißt, da frag ich ja sowieso immer nach, weil es kann auch durchaus sein, dass manches anders zustande kommt und dann sagt man aber derjenige oder diejenige auch, ey, okay, ich habe da nicht mitgemacht. Ja, das ist ja auch völlig legitim. Das Ding ist, sie dürften mich ja anhand von dieser Anmeldung rein rechtlich gar nicht anrufen, weil diese Gewinnspiele keine rechtliche Einverständniserklärung sind, weil ich könnte da auch Adolf Hitler oder Angela Merkel eintragen. Da kann jeder jeden eintragen. Das ist gar nicht nachvollziehbar. Ja, darauf wollte ich hinaus. Das ist ja was sie online wissentlich eintragen als Daten, als Angaben, ja. Ja. Das bleibt Ihnen überlassen, das ist ja völlig klar. Oder Mickey Mouse oder Robert De Niro oder was weiß ich. Das ist völlig klar. Nur trotz alledem bleibt es ja immer noch so, Sie haben da aktiv dran teilgenommen und haben es abgeschickt und deswegen ist es dann in Ordnung, dass man anrufen darf. Nein, ist es leider nicht. Da muss ich Sie korrigieren. Es gibt ein Urteil vom Bundesgerichtshof, dass eben dieses sogenannte Double Opt-in, also Menschen registrieren sich und bestätigen das per E-Mail, dass dadurch kein gültiges Werbeeinverständnis zustande kommen kann. Und ich denke, wenn das unser Bundesgerichtshof sagt, sollte das für Firmen, die schon lange am Markt sind und für Menschen, die in ihrem Leben mehr können, als sich die Nase putzen, wegweisend sein. Ich wollte Ihnen ja im Prinzip damit sagen, dass sie theoretisch ist der Anruf kalt und illegal, den sie machen, weil die Daten so nicht verwertet werden dürfen und sie da noch Geld für bezahlen oder ihre Firma. Ja gut, ich selber kriege einen normalen Stundenlohn, Herr Gärtner, und das Unternehmen hier von uns, ja, das wird ja dadurch finanziert, dass wenn man jetzt einen günstigen Stromanbieter vermittelt, dann kriegen die ja von dem Anbieter eine Provision, ist ja auch völlig klar. Ja, also ich kenne ja? Das. Also, jetzt gebe ich Ihnen noch eine Pille. Also das ich bin ja schon ein bisschen älter, ne? Das mit den Schildkröten, ne? Das ist nur eine von meinen Geschichten. Ich bin eigentlich gar kein alter Mann. Kann man das raushören? Was, dass Sie kein alter Mann sind? Ja, weißt du, eigentlich bin ich also 30-jähriger Russe. Hallo, wie geht's dir? Geil. Soll ich dir sagen, was ich mache? Ja, waren Sie mal Schauspieler? Ich bin aktiver Schauspieler. Ich arbeite in der Callcenter-Abwehrbranche. Und ich finde das immer wieder schön, weil mal ein Mensch dran ist, der versteht, wenn man ihm erzählt, dass das alles Scheißdreck ist eigentlich. Ich hab so schöne kleine YouTube-Kanal, wo die ganzen illegalen Anrufe landen. Und finde das geil, dass da zwischendurch auch mal einer ist, mit dem man reden kann, wie mit einem Menschen. Sehen Sie? Das passt ja wunderbar. Finde ich super, aber ja. mal Hand aufs Herz. Das macht dich nicht kaputt für solche Geschichten. Ach, das weiß ich, da ein dickes Fell. Ja, dickes Fell hin oder her, aber meine Güte, guckst du mal, da sind irgendwelche Figuren, die verkaufen Daten an Kreditkartenbetrüger, an Zeitschriftenbetrüger und ihr kauft von den gleichen Leuten eure Daten, um bei irgendwelchen Leuten anzurufen. Auch wenn euer Angebot legitim und gut sein mag, das kann doch für die Ehre nicht gut sein, sowas. Okay. Oder das, was sagst du? Also sehr, sehr interessant, also vor allem, wie Sie Ihre Stimme verstellen können, finde ich ja genial. Warte mal. Möchtest du mit einem Inder sprechen? Mein Name ist Rakesh. Ja, möchtest du Ziege kaufen? Was? Ticket? Ziege? Ziegebock? Ja, kriegen wir hin. Gute Preis machen, dann passt es. Wir können ein Ziege 30 Euro. Ist ein guter Deal? Ja. Okay, und jetzt, ja, soll ich dir helfen, gute Arbeit zu finden? Oh Mann,
Kommt auf die Talente an. Das kommt, du guck mal, du kommst doch aus dem Radio, Mensch. Geh doch wieder ins Radio. Was willst du bei einem Callcenter illegale Werbeanrufe machen? Das ist doch gar nicht dein Ding, Mensch. Du kommst drüber wie ein intelligenter Mann, Mann. Was ist los bei dir? Alles cool, ja. Dann auf alle Fälle mal dafür sorgen, dass man auch bei den kleineren Sendern bessere Löhne kriegt, glaube ich. Ja, das ist nicht ganz so meine Baustelle. Weißt du, ich mach Callcenter-Abwehr. Wir wissen das auch, dass heutzutage bei den kleineren Sendern da williges Autorenfleisch, nenne ich das. Ja, da wird dann auf alle Fälle so gehandhabt, dass man halt da so wenig verdient. Wenn du heute unter 1,5 verdienst, kannst du deinen Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten. Ja, das weiß ich, das brauchst du mir nicht erzählen. Wirst du hauptberuflich YouTuber, Blade? Wo ist das Problem? Du kannst doch gut reden. Liest du Kinderbücher vor oder machst du Nachrichten? Oder du rufst mit mir zusammen mal illegale Callcenter an und wir ärgern dir ein bisschen. Was hältst du davon? Kannst du das da lassen, was du da machst? Das passt nicht zu dir. Der Hammer. Alles klar. Nee, das habe ich so weit verstanden, aber ich bin echt jetzt mal geflasht, dass ich das erlebt habe. Ja, aber jetzt überleg, aber lass dir wirklich mal diese Matrix-Pille wirklich mal durch den Kopf gehen. Das ist wirklich, du kannst alles, was ich dir gesagt habe, das mit dem Bundesgerichtshof, mit dem Urteil, dass diese Double Opt-ins illegal sind, dass eine Firma komplett zugemacht wurde von Bundesnetzagentur, die genauso gearbeitet hat, genau. Das ist alles, du kannst das alles bis auf Detail nachprüfen. Und dann googelst du auch nochmal den Namen von diesen Datenhändlern, My wie mein in Englisch, und dann Gimme G-I-M-E, GmbH. Das ist der Veranstalter von diesem vermeintlichen Maggi-Gewinnspiel. Ich habe übrigens Maggi angeschrieben, was die dagegen machen wollen, dass die da in ihrem Namen Kundendaten zum Verkauf einsammeln, weil eure Firma hat das ja von da gekauft. Das ist meine Matrix-Pille. Jetzt liegt an dir, ob du aufwachst oder ob du dich wieder in den Tank legst. Alles klar. Gut, dann weiß ich Bescheid. Dann gehe ich mal davon aus, dass wir hier mit dem Stromvergleich für Sie hier an der Stelle nicht weiterkommen, richtig? Nicht wirklich, weil die Adresse gibt es nicht, den Namen gibt es nicht. Das wird schwierig. Ja, aber das wird richtig schwierig. Klar. Möchtest du vielleicht jemanden... Da bin ich jetzt echt drauf reingegangen, ey. Nicht schlecht. Ja, natürlich. Ich habe ja auch gut gespielt. Und du, mal ganz ehrlich, hast dich voll gefreut, dass der alte Mann Schildkröte, der hätte auch erzählen können, dass er Tanga sammelt. Hättest du dich genauso gefreut? Oder musst du machen, wegen Kundenbeziehung? Bei Tanga hätte ich aber kein Beispiel gehabt. Das wäre blöd. Bei Tanga hätte ich kein Beispiel gehabt. Da wäre dir was eingefallen. Du bist nicht auf den Kopf gefallen. Kreativ, ja? Kreativ. Kannst du auch Akzente machen? Vielleicht kannst du bei meinem Programm helfen. Wenn ich dir das sage, ob ich Akzente machen kann, ich glaube, ich kann das nicht so gut wie dir. Dann musst du noch ein bisschen üben. Ich kann auch mit dir Badisch schwätzen, wenn du willst, ja. Kann man sagen, Mensch, aus dem Schwabenländle, da komm ich her, da hast du einen aus Stuttgart. Das ist doch super, weißt du, ich probiere gerade, Badener ist ein bisschen gar nicht mein Dialekt, aber ich probiere das gerade zu üben. Vielleicht kannst du mir da helfen. Was im Baden-Dialekt? Okay. Ja, den möchte ich ja noch ein bisschen lernen. Wie sieht's aus, Blatt? Möchtest du jemanden grüßen? Ach, grüßen, ja. Grüßen tue ich dann meine Partnerin, das ist die Milena, meine liebe Freundin. Okay, ja. Super. Ist die stolz auf dich, dass du so komische Job machst? Die sagt dazu nichts. Verweigert die Aussage aufgrund der Gefahr, sich selbst zu belasten. Wie sollen wir das machen, Blatt? Du scheinst da ja voll hinterzustehen. Soll ich deinen Namen rausschneiden? Also nochmal, der Punkt ist, ich habe ja hier auch absolut eine Auflage, dass das natürlich nicht weiterverwendet werden darf, ja, ist ja klar. Da, aber du hast ja am Anfang gesagt, ist in Ordnung. Ich habe ja gefragt, du hast gefragt, dürfen wir aufnehmen, das darf ich auch machen, hast du ja gesagt, wir, ist kein Problem. Dass wir das aufzeichnen, ist doch völlig klar. Ja, Dass wir das aufzeichnen, ja. Ist ja okay, ist ja kein Problem. Wollte ja nur fragen, wie wir das machen sollen, dann möchtest du anonym bleiben, oder? Also, ja logisch, also definitiv, okay. Kein Problem. Wird das dann nicht verwendet. Ja, ist kein Problem. Ja. Name wird nicht verwendet. Gut, Ehrenwort. Ist das okay, also, Bruder? Hallo. Also, ja. Beruhig dich mal. Hast du Lampenfieber? Ich darf da auf keinen Fall zusagen, weil das Unternehmen darf ja auch nicht genannt werden, ja? Nö, das ist ja kein Problem. Das kann man ja auch rausnehmen. Weil ich glaube nicht, dass ihr mit Absicht da bei solchen Figuren hantiert. Haben wir einfach also geiles Gespräch gehabt, anonym. Du weißt nicht, wie ich heiße, ich weiß nicht, wie du heißt, Firma war auch nicht da. Da muss alles auf alle Fälle raus, ne? Dann kriege ich da Ärger, ich denke mal nicht, dass sie das wollen. Nein, wir wollen ja keine anderen Menschen Probleme machen. Das ist ja die Firma, die Probleme macht, indem sie euch da hinsetzt und euch erzählt, der Typ hat bei Maggi mitgespielt.
wenn du jetzt Maggi Rechtsabteilung ans Telefon holst, blöd, der würde fragen, wie heißt dein Vorgesetzter und würde den richtig in den Arsch schicken. Alles klar. Möchtest du YouTube-Kanal haben? Was? Möchtest du YouTube-Kanal haben, zum mal nachgucken? Ich glaube, das werde ich schon so rauskriegen. Alles meinst klar. du das? Gut. Ich denke schon. Das kriegen wir hin. Ja, dann verkauf nicht deine Seele, Bruder. Verkauf sie nicht. Die ist unbezahlbar. Alles klar. Ja. Versprochen? Ja, alles klar. Ja, alles gut. Also gut. Ja, da kann nichts verwendet werden, weil, wie erwähnt, natürlich darf hier kein Unternehmen genannt werden. Mein Name auch nicht, ja. Ja, das ist kein Problem. Hast du mein Ehrenwort. Wird nicht passieren. Alles klar, weil, wie hat uns ich da Ärger? Nein, ich will ja, weißt du, ich mache das ja, um die Menschen aufzuklären, nicht um Menschen kaputt zu machen. Wenn du jetzt so Kreditkartenbetrüger aus Bosnien wärst, aber gut, die nehmen sowieso falsche Namen, aber du hast ja keinem was getan. Außer kalte Anrufe zu machen. Lass dich nicht erwischen. Alles klar, gut, dann weißt du Bescheid. Dann bedanke ich mich trotzdem, ja. Und erstmal alles Gute, ja. Schönes Wochenende. Verdau deine Matrix-Pille. Ja, ciao. Ciao. Blöd. Alter, das war wirklich mal ein interessantes Gespräch. Ja, sorry, Leute, bei dem Ding muss ich dann wirklich mal ein paar Namen und Firmen rausschneiden und sowas. Der Junge scheint nicht auf den Kopf gefallen. Der scheint nicht dumm. Der kam total ins Stottern, wo er am Anfang noch total sicher war. Wenn der sich die Sachen wirklich aufgeschrieben hat und da wirklich nachhört, dann kann ich mir vorstellen, dass der die Matrix-Pille sehr gut verdaut und da was draus macht. Weil darum mache ich das Ganze hier, ja. Wir wollen ja den... Nicht nur hier Kreditkartenbetrüger aus Bosnien und irgendwelche Stromlügner aus Istanbul platt machen. Wir wollen ja auch die Leute, die da hingesetzt werden, wie wir in unserem Interview mit dem Aussteiger aus dem Lottobetrug gehört haben, mal darauf aufmerksam machen, dass ihre Chefs sie anlügen. Dass die da hinsetzen, sag hier, bei dem alten Mann darfst du anrufen, ist kein Problem, der ist Kunde bei Maggi. Blöd Kunde bei Maggi, da ist irgendein Datenhändler, in dem Fall MyGimme, die so Gewinnspiele ins Netz stellen, vor denen große Firmen auch immer wieder warnen, weil es eben nicht von ihnen ist und die Menschen nicht nur in die Telefon, sondern im schlimmsten Fall in die Kostenfalle locken. Diesem guten Menschen Gott, kalter Anruf, liegt daran, dass die Firma ihn nicht aufgeklärt hat, würde ich behaupten. Ich will jetzt nicht sagen, sei ihm verziehen, aber ich glaube, wir haben schon viel Schlimmeres gehört und menschlich sympathisch gewesen ist er mir. Was sagt ihr dazu? Ich möchte eure Kommentare hören. Vielen Dank fürs Zuhören.